Hallo meine Lieben, über die Raumnächte habe ich euch gute Informationen in den letzten zwei Videos gegeben. Solltet ihr denn noch Fragen haben, dann oder irgendetwas ist bei euch noch im Unklaren, wie zum Beispiel, was ein Traum oder eine Botschaft zu bedeuten hat, dann ruft mich einfach an. Ich kann euch Antworten darauf geben. Die Raumnächte sind wirklich etwas Magisches und Spannendes. Und zum Abschluss dieser Raumnächte möchte ich noch Folgendes kurz zusammenfassen. Vermutlich ist der Begriff Raumnacht so entstanden, weil man zwischen den Jahren mit unterschiedlichen Kräutern geräuchert hatte. Das Räuchern diente der Reinigung, damit die positiven Energien ins Haus strömen können. Nach altem Aberglauben sollten aber auch dadurch böse Geister vertrieben werden. Die Raumnachtzeit ist wahrhaftig eine magische Zeit. Sie bilden die Balance zwischen dem Vergangenen und der Zukunft und suchen in der Tiefe der Seele, wo euer Schmerz sitzt. So geschieht die Wandlung, damit ihr den Schmerz, den Ballast, gehen lassen könnt. Die Rauhnächte tragen deine Sorgen und Hoffnungen, die guten wie die schlechten, die sich in euren Träumen widerspiegeln und sich euch zeigen. So öffnen sich in der ersten Rauhnacht, wenn ihr beginnt, weit die Tore zum Himmelsportal und zum Universum. Das alte Jahr wird verlassen und ihr steht auf der Schwelle des neuen Jahres. Zeit, sich voll und ganz auf die nächsten 12 Tage und Nächte einzustellen. Lasst den alten Ballast des vergangenen Jahres gehen und heißt die neuen Energien für das neue Jahr willkommen. In der letzten Rauhnacht richtet den Blick zurück in die ersten Rauhnächte, auch wenn es weh tut. Nur so könnt ihr euch befreien und hoffen, für einen Neubeginn da zu sein, voller Mut und Zuversicht. Nach diesen Rauhnachtarbeiten wirst du in dir Traurigkeit und Demut empfinden, aber auch große Dankbarkeit. Es ist wie ein Zauber. Lasse diesen Zauber auf dich wirken. So, meine Lieben, nun wünsche ich euch eine erfolgreiche, gute Zeit. Einen guten Start mit viel Energie für die kommenden 12 Monate. Herzlichst, eure Dirie.